Was geht, YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. Es tut sich was bei The Division. Und zwar, es gab vor ein paar Minuten einen ganz frischen Post auf X, wie man das Ganze auch nennen möchte, dass es Neuigkeiten geben wird, und zwar zu Ubisoft Forward. Und zwar, die Ubisoft Forward ist, ja, sowas wie State-to-Play von PlayStation, was wir jetzt auch gerade erlebt haben, wird am 10.06. Kommen und wird so einige Games zeigen, wie Star Wars Outlaws zum Beispiel. Es findet am Abend statt, um 9 Uhr europäischer Zeit. Wir werden auf jeden Fall einschalten. Mal gucken, ob wir das live machen werden können. Seid gespannt. Oder auch nebenbei bei irgendeinem anderen YouTuber, der das natürlich, entweder die Sano oder Shoot, die das machen. Da werden wir vielleicht mal dazu schalten und mitquatschen. Ich bin gespannt, was da überhaupt kommt. Ob überhaupt was kommt. Ich habe noch einen kleinen Hoffnungsschimmer für Heartland, dass Heartland doch nicht ganz gelöscht wurde, beziehungsweise nicht ganz aufgegeben wurde und es ja doch als Zusatz für Division 2, als Survival vielleicht kommen wird. Oder wird das vielleicht das DLC sein? Weiß ich nicht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also vielleicht bin ich auch ein Idiot und bilde mir zu viel ein. Und man muss einfach nur ja akzeptieren, was man zu akzeptieren hat, dass das Game nicht mehr wiederkommt. Naja, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, wir dürfen gespannt sein am 10.06. und um 9 Uhr abends. Ja, das ist der Montag und das ist knapp in 2 Wochen. Und unsere Season endet knapp in 2 Wochen. Und der 11. wäre ja so gesehen der Dienstag, wo wir in der Regel immer neue Updates bekommen. Und wenn dann das am 10. was gezeigt wird, was wir dann am 11. dann so gesehen laden können und schon spielen können. Auf BTS haben wir nicht viel von der kommenden Season gesehen, außer die paar Sets, die kommen werden, Gewehrsets. Ja, wenn das so bleibt, natürlich wird die Season 1 in Jahr 6 sehr langweilig werden, würde ich behaupten. Aber ja, wie gesagt, bleibt abzuwarten und wir werden sehen am 10., was dann auf uns zukommt. Das war's, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise speichert euch das, merkt euch den Datum und ja, schaltet ein. Und vielleicht werden wir wirklich überrascht. Haut rein. Ciao, ciao. Explosive Kanone entdeckt.